hört man manchmal Dienstag gelbe telefonieren, das kann nicht so kompliziert sein. Doch ist es, weil es halt einfach unterschiedliche Kunden gibt und man muss da flexibel sein. Unserem Technikteam braucht man auf jeden Fall als Eigenschaften das technische Verständnis, das ist ganz wichtig. Und wir müssen aber auch die Sprache des Kunden sprechen. Mein Name ist Klaus Stich. Ich bin im Service tätig für die AZ.com und Smartcard. Bin jetzt seit ca. 17 Jahren bei der DATEV. Moin. Moin. Und wie sieht's aus? Ja, alles ruhig soweit. Dann rufen wir jetzt dann den gleich mal an und gucken, ob wir da was bereitstellen müssen oder ob der es schon selber getan hat. Stich von der DATEV in Nürnberg. Guten Morgen. Ich würde gerne mit Ihnen die Basisdaten bereitstellen. Dazu würde ich Sie bitten, dass Sie bitte die Fernbedienung online öffnen. Ja, stimmt, das hören wir öfters. Wir kriegen das dann schon hin. Also ich laufe Ihnen nicht davor und Sie mir, denke ich mal, auch nicht an. Bis dann. Tschüss. Auf mein Team freue ich mich eigentlich jeden Morgen, außer man hat schlecht geschlafen. Das kennt wahrscheinlich jeder, aber ansonsten, nee, ich finde, das Miteinander ist bei uns im Team sehr homogen und wir ziehen uns auch mal auf, machen Scherzle miteinander. Also deswegen finde ich es ganz gut und das ist auch für mich wichtig. Das richtig Anspruchsvolle daran ist halt, die ganzen Sachen da miteinander zu vernetzen. Also es schadet ja auch nicht, wenn man mehrere Abteilungen durch hat, weil man ist einfach, es gibt so viel Querwissen, es ist kein Silo-Denken mehr. Wir geben Feedback an die Entwicklung weiter. Wenn sie dann der Meinung sind, doch, das ist eher was, was sich gehäuft auftreten könnte, dann erfassen wir diese Produktstatusinformationen und hängen dann Beraternummern dran als Nennungen, sodass auch die Entwicklung sieht, wie oft kam das vor und wo müssen wir entsprechend ansetzen und verbessern. Es ist echt jedes Mal ein Erfolgserlebnis, wenn wir mit dem Kunden bei einer Beschwerde ihn runterholen können. Es ist halt immer wieder faszinierend zu sehen, wie die aufbrausend bei uns reinpreschen und nachher dann am Schluss ist man doch, geht man auseinander und sagt, okay, das Problem ist gelöst. In meinem Arbeitsbereich kümmere ich mich um die Hilfevideos, die Click-Tutorials und auch um die DATEV-Community. 1:N ist deswegen so wichtig, weil wir Kunden und Kundinnen Hilfe bieten, und zwar rund um die Uhr, an jedem Tag in der Woche. Mein Name ist Vanessa Zottmann, ich bin 28 Jahre alt und bin seit 3 Jahren bei der DATEV. Seit Anfang an schon im Service Kostenrechnung Branchen. Ja. Hi. Hi, Vanessa. Ich habe dir ein Drehbuch geschickt. Genau, habe ich bekommen. Könntest du das bitte einsprechen? Na klar, ich habe es schon rübergezogen. Ich telefoniere ja trotzdem auch im Service mit. Und ich versuche schon immer, das, was am Telefon gesagt wird, einfließen zu lassen. Also die Abrufzahlen von 1:N sind in den letzten Jahren wirklich sehr gestiegen. Das lag zum einen daran, dass wir einfach fast überall Selbsthilfe anbieten, fast in jedem Hilfedokument. Und wir haben auch geschafft, das relativ gut zu platzieren. Also wir haben Videos im Programm direkt auffindbar und das hat natürlich die Klickzahlen in die Höhe getrieben. Ohne Ihre individuellen Stammdaten der Kostenrechnung. Schauen wir uns das an, am besten öffnen. Ich bin sehr zufrieden, der Ferdi spricht das immer sehr gut ein. Perfekt. Wenn noch was ist, sag Bescheid. Ja, dann melde ich mich. Mach's gut, ciao, ciao. Also der erste Schritt ist immer, dass wir ein Drehbuch schreiben und dann geht's zum Sprecher. Und wenn der Ton zurückkommt, dann kann ich anfangen, meine Bildschirmaufnahme zu machen und das Video quasi fertig zu schneiden. Wenn wir merken, im Service gibt es eine unglaubliche Nachfrage nach einem Thema oder auch ein Thema, was immer wieder kommt, dann machen wir ein Hilfevideo. Also es gibt zuerst immer ein Hilfedokument und dann erstellen wir eben auch Hilfevideos. Die Kunden können ja unsere Selbsthilfemedien bewerten und die Bewertungen sind eigentlich immer recht positiv. Also ich freue mich da auch immer, wenn dann das Feedback kommt als Mail.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas Kreatives mache und mich da wirklich auch ausleben kann. Also ich dachte echt, ich sitze einfach steif hinter meinem Rechner und fülle irgendwelche Excel-Tabellen. Gerade bei der DATEV kann man sich auch wirklich ständig weiterentwickeln, weil sich ja doch auch gerade diese ganze IT-Landschaft ständig verändert, man immer up-to-date bleiben will. Von daher legen wir großen Wert auf Weiterbildungen, auf Schulungen, auf Coachings unserer Mitarbeiter. Mein Name ist Thomas Schlerert, bin 43 Jahre alt, seit Oktober letzten Jahres bei der DATEV neu dazugestoßen, als Teamleiter im technischen Support, im ASP und Smart-IT-Umfeld tätig. Ich komme ja aus Bamberg und natürlich bietet mir da der Job bei der DATEV auch die Gelegenheit, im Homeoffice zu arbeiten. Bevor ich bei der DATEV begonnen habe, war ich 24 Jahre in der Verlagsbranche tätig, da auch schon immer im Kundenservice unterwegs. Wenn ich so beides vergleiche, liegt bei DATEV der große Unterschied darin, dass es hier doch sehr viel mehr individuelle Beratung der Kunden auch ist. Wir bewegen uns ja im IT-Umfeld, von daher ist es dann doch deutlich komplexer. Also wir starten in unserem Team-Meeting mit dem Service-Reporting und schauen da auf unsere telefonische Erreichbarkeit beispielsweise. Also in wie vielen Fällen haben wir es denn geschafft, für den Kunden sofort parat zu stehen. Sonst alles gut bei euch? Ja, die Herausforderung, so ein Team von ja doch einigen Menschen im Homeoffice zu führen, ist natürlich, dass man halt einfach diesen persönlichen Draht vielleicht ein Stück weit weniger hat, als das vor der Pandemie der Fall war. Aber es gibt ja auch mittlerweile viele technische Möglichkeiten, um da auch virtuell in Kontakt zu treten. Also lässt sich es dann doch ganz gut gestalten. Hier nochmal die spannende Zahl kumuliert. Über das ganze Jahr betrachtet, weiterhin auch bei sehr, sehr guten 85%. Da habt ihr wirklich einen super tollen Job gemacht. Auch dafür vielen lieben Dank. Dann sage ich schon mal ciao in die Runde. Der Job im Kundenservice ist auch prädestiniert dafür, auch im Homeoffice zu arbeiten, weil ich mit dem Kunden in Kontakt bin. Per Telefone hauptsächlich oder auch im schriftlichen Support. Von daher lässt sich das doch wunderbar auch übers Homeoffice gestalten. Ich würde wirklich immer sagen, her mit den Beschwerden, her mit den Reklamationen. Sie sind wichtig, weil sie uns auch Schwachstellen aufzeigen. Und an den Schwachstellen können wir arbeiten. Ärmel hoch, anpacken und wirklich das Beste daraus machen. Jeder Kunde ist anders. Jeder Kunde hat neue Fragen, die ihn gerade beschäftigen und man stellt sich eigentlich bei jedem Gespräch neu ein. Die größte Herausforderung ist tatsächlich das Kundengespräch. Mein Name ist Julia Fritze. Ich bin seit 12 Jahren bei der DATEV. Ich mache den Job im Service bei der DATEV deswegen, weil ich schon immer ein Servicemensch war und schon immer sehr gerne im Service gearbeitet habe. Ich danke Ihnen. Tschüss. Servicetelefonieren erfordert, finde ich, noch sehr viel mehr. Man muss aktiv zuhören, man muss Emotionen übers Telefon erkennen und damit umgehen können. Man muss sich flexibel auf verschiedenste Situationen einstellen. Also der Kontakt zu meinen Kollegen ist natürlich richtig schön, weil man sich privat austauscht, man die Emotionen sieht und nicht nur hört, man sie greifen kann. Sich vielleicht auch mal in der Situation umarmt oder mal beglückwünscht. Also eigentlich genauso, wie sie mit dem Kunden spricht, spricht sie auch mit uns. Jetzt bin ich ein bisschen rot. Haben Sie schon mal überprüft, ob die Hallo. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die Recherche zu den Fällen. Nicht zu jedem Fall, den ein Kunde reinschickt, den ich lese oder den ich sogar am Telefon habe, habe ich sofort eine Lösung parat. Das heißt, ich muss unter Umständen recherchieren, muss selber nachlesen. Der Anruf war tatsächlich sehr schön, weil sie hat schon ein bisschen rumprobiert mit ihrer Mandantin, ist aber eigentlich auf die einfachste Lösung tatsächlich nicht gekommen und hat sich jetzt umso mehr gefreut, dass ich ihr eine Lösung ganz schnell liefern konnte. Meine Highlights
Und das, was mich eigentlich täglich glücklich macht, ist, wenn ich dem Kunden helfen kann. Also wenn ich positiv ein Gespräch beenden kann. Das bedeutet nicht immer, dass man die perfekte Lösung für den Kunden hat, aber dass der Kunde sich einfach abgeholt fühlt. Und das ist für mich einfach was, was mich immer wieder glücklich macht und was für mich auch ein Erfolgserlebnis ist.